Willkommen bei Neon Steve, mein Name ist Steve und wir spielen heute Missing Hiker für euch. Hicker, Hacker, ach wie ist der Geier da was? Play. So, 11. Dezember, 94. Press N-I-K-Y. My brother Ethan. Ethan is missing for around 24 hours. He went on a hiking trip near the Red Mountain. You shouldn't have come home yesterday. Kam aber nicht. Mit Steve wäre eine Zugfahrt spielend. Ich packe meinen Koffer und nehme mit Uzi. Genau. I went to the local police. Also, Bruder ist nicht wiedergekommen irgendwie. Ich gehe zur Polizei. Yes, you don't have to reason there. Und die haben aber keine Ressourcen dafür, um nach ihm jetzt gerade zu suchen. So habe ich also entschieden, das Schicksal selbst hineinzunehmen und ihn zu suchen. Wo ist nur mein Bruder? Es ist nur noch mein Bruder übrig. Meine Familie ist mir extrem wichtig. Er ist die einzige Familie, die ich noch habe. Da erinnert mich auf jeden Fall an Driving Home. Klar! Entschuldigung, wenn euch jetzt die Ohren weggeflogen sind. Vater, grüß dich. Schön, dass du da bist. So, wo ist Atze? Also die Wahrscheinlichkeit, kann ich irgendwie aussteigen? Warum kann ich auch zur Seite nicht gucken? Warum sehe ich hier einfach... Hier ist gar nichts, Alter. Ich sehe nur vorne. Und wir fahren auch wieder nur 10 km/h. Was sind das für Autos? Die Mucke ist nice, auf jeden Fall. So Synthwave. Ich finde Synthwave auch total cool. Bin zwar eigentlich so eher aus dem Metal-Bereich, aber Synthwave geht immer. Oh, warte mal. Ist das da vorne? Seht doch hier irgendwas. Da leuchtet irgendwas. Ein Haus, wo ein Irrer irgendetwas in der Garage hat. Ah, eine Tanke. Oh, da ist doch noch Gegenverkehr. Hallo! Oh, na jetzt, jetzt aber los hier mit dem Verkehr. Merk. So, ich hätte einen Park an der Gas Station in Est vor. Okay. So, ich soll hier parken und ich soll mir die Säge von meinem Bruder holen. Nein. Ich soll gucken oder fragen, ob jemand ihn gesehen hat. Halt doch an! Also ich wäre bereit auszusteigen. So ist jetzt nicht. Muss ich etwa hier an einem bestimmten Platz stehen? Was? Wie? Was? Press E? Was stand da? Press E. Das sagt er auch natürlich, wenn wir so halb aufs bei der Ausfahrt stehen. So, okay. Das wäre doch dieselbe Schlopenkarre, wa? Aus Driving Home. Egal. Skin up. Oh Gott, Alter. Oh Gott. Oh Gott. What do you want? I'm searching for my brother. He went missing while he came in his area. Sorry to offend you, pal. But that's not my problem. Das ist jetzt ein Problem, mein Freund. Also, you should just randomly approach people like this? Especially in this area? What do you mean? Look, man. I work pretty late and just wanna grab some snacks and beers and drive home. Das ist bestimmt der Typ aus Driving Home, hundertprozentig. Jetzt fährt er in seinen Folterkeller und da jetzt im Wetter. Schwein. I'm not in the mood to talk with people. I don't know. I understand. Sorry for bothering you. Oh, anyone. Annoying. Wunderbar, schön. Wir nehmen uns bei Erbsen noch mit. Kannst du was empfehlen? Der Senf heute gut. So, okay, gut. Was haben wir denn noch? Mayo anscheinend. Vegane Mayo, wie ich sehe. Ist das wirklich Nutella? Kann ich zoomen? Ist wirklich der schwarze Buchstabe und die rote Schrift. Das ist schon so krass eigentlich. Schön, schön. So, Körbchen würde ich gerne haben. Darf ich mir den nehmen, bitte? Oder einen Einkaufswagen? Egal.
So, was haben wir denn hier noch? Ein bisschen Bier. So, er will Bier kaufen, ja? Bier, und du stehst, willst du Thunfisch reinpfeifen, aber du ekelhafter Typ, Alter. Bist du ein ekelhafter Typ. Gürkchen. Ein paar Gürkchen, schön. Den Rest kann ich tatsächlich nicht erkennen. Was soll das sein? Kokoswasser oder was? Im Tetrapack? Kokosmilch? Neben Babynahrung? Ach, also. So, dann nehme ich mir noch ein paar Köttbula und dann geht's ab an die Kasse. So, hier vorne wird nochmal kurz geguckt. Ah, die schönen Zerreale. Lecker. Schön, schön, schön. Schön. Einen ganz tollen Laden hast du hier. Noch immer ein paar Kippen und dann geht's los hier. What can I do for you, sir? I'm searching for my brother. He was hiking around this area. He should come home yesterday. Have you seen him? Oh, man könnte ihn auch so ein bisschen Apu-mäßig sprechen. Oh, how does your brother look like? Nee, das mag ich jetzt nicht. Das ist ja Aneignung. He has brown hair and pretty tall. He also has a green backpack. Let me think for a second. Yes, I think I saw your brother. Ah, he came here and brought some things. Okay, some water and a few snacks. Ah, you're trying to find him. Have you told the police already? Ja, aber die hat keine Zeit. Ja? It didn't in fact. But they say they don't have the resources for the search right now. They say they only start a search if a person is missing. More than 48 Stunden. It isn't the first time someone went missing in this area. At least a handful of people went missing there in this last decade. People talk a lot. I've heard rumors that there are strange screams and white noise coming from the woods. So you should be careful. You should be carefully, especially going there in this time of night. Ja, na klar. There's a road right behind the gas station leading to the mountain. Make sure to stay on it. There could be dangerous wildlife in that area. Okay. Thanks. I'll make sure to stay safe. Take care. Gut, paar Kippchen noch. Ne? Okay. Na dann, auf zur Straße nach rechts. Oh, es hat angefangen zu schneien. Wie schön. So, na dann. Ach, jetzt muss ich laufen. Ja, ich hab fix eine Taschenlampe. Niemals will ich jetzt... Was? Mann, fahr doch mit dem Auto hier hoch, Alter. Was soll denn das? Ach, so ein Quatsch. Na gut, okay. Denn jetzt halt in der Nacht zu Fuß weiter. Kann man machen. Dave! Grüß dich. Na, schön, dass du da bist. Ach, schön. Schön, schön, schön. So, ihr Lieben, fragt euch bitte, wer von euch jetzt hier einfach in der Nacht losmarschieren würde, nur mit seiner blöden Taschenlampe. Ich meine, klar, du suchst halt deinen Bruder, ohne Frage. Du suchst nach ihm. Ne? Aber doch jetzt hier nicht so alleine nachts mit einer Taschenlampe. Was soll das für ein Erfolg haben? Das bringt keine Punkte. Überhaupt nicht. Verläufst du selber nur. Ist das mal ein Mountie bei hast oder so? Oder ein Hund. Bullet. Sam nicht. Bullet. Oh. Das Licht. Mutti, hey. Schön, dass du da bist. Ist auch schön, dich zu sehen, Steve. Ach, hm. My brother's tent looks entirely different. Shouldn't... What? I don't know. Ja, dieser schöne... Das, wer kennt's nicht? Das schöne 35-Euro-Zelt. So, es leuchtet grün. Und ich weiß schon nicht mehr, wo der Weg ist. Oh. Muss ich jetzt hier quer durch die Park? Huah! Oh! Whoa, whoa, who the fuck are you? You scared the shit out of me. Ja, du auch, du Penner, Alter. Oh, scared you? I almost had a heart attack myself. What do you want? I hope you're not... Wer zeltet denn hier im Schnee draußen, Alter? Was ist denn nicht mit... Ich will mich nicht aufregen, aber... What do you want? I hope you're not some kind of pervert or creep. Doch, bin ich.
I'm not. I'm searching for my brother. He was sicking in this area. Oh, das haben wir auch öfter schon gefallen hier, der Satz. Have you seen him? Du pennst nämlich in sein Zelt. No, I haven't seen him. Wait. You don't even know how it looks like. Oh, hoppala. Look, man. I'm just some guy that like to hike in the wood and sleep in a tent in freezing conditions. Yeah. I haven't seen anyone in day. Okay, I understand. You're planning to go deeper into the forest? Yeah. Yes, I'm searching around the area. I hope I can find my brother, or at least traces of him. Look, you'll probably think I'm a stoner or something. Ah, but last night I had my tent a bit in north, up, and I heard weird noises coming from the woods. It sounds like a child was crying, but I don't see anything. It creeped me out. Maybe it was a cryptid. What? A what? Look, man. Do you carry? What do you mean? I'm talking about a piece, you know? Something for protection. You mean a gun? No, I don't. Then you shouldn't be here in the first place. It's way too dangerous to go deeper into the woods in the forest at night. But I'm not going to stop you. I just want to sleep now. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Forest und Wood? Also in die Wälder oder in den Wald? Oder was denn in Forst oder wie? Na, dann geh mal schlafen. Also, one last thing. Don't creep up a tent in the woods at night ever again. I almost wolf should you. Well, I guess I'm glad you didn't. Me too. Good luck for the search. With. Ja, das war ja schau. Das war ja total schau. So, ich gehe jetzt mal wieder Richtung Straße. Und dann geht's hier weiter. Alter, das hat mich richtig bekommen, ey. Tja, mit den Gurken in der Tasche würdest du dich gleich viel besser fühlen. Ja, das ist richtig. Ich würde mir nur einen Chaco aus wie Gurken bauen. Gurk-Chaco. So, schön hier. Im Englischen ist ein Forest größer als ein Wood. Ah, okay. Wurde Oma erklärt. Danke, Mutti. Hab ich nie gewusst. Wood ist das. Ah, Steine. Schön. Das sind schöne Steine. Genau. Scheiß auf Taser oder Knarre. Nur die Gurken sind sicher. Ist. Ja, jetzt stell dir vor, da kommt hier so ein Beknopfter mit zwei Gurken entgegen. Und wieder, da, also, wird mir gleich noch unheimlicher. Willst du mal meine Gurke sehen? Nein, 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 nein. Will ich nicht. So, ich hoffe, ich laufe hier auch richtig. Folge hier einfach nur diesem Pfad in die Woods. Und hope the best. Okay. And I'm getting really cold. I should set up my tent on the left side of the road. Hier, ja? Hier findest du es schön? Ja, machen wir mal. Mit E. My fingers are pretty numb. It's hard to build a tent. Oh, na oh, wir haben schon ein bisschen teurere. So, na dann entern wir nochmal den Tent. Oh nein, bitte. Nein. Nein. It's cold, but I'm falling asleep slowly. Oh, ich sehe doch, komm, es raschelt doch irgendwas am Zelt. I think I heard someone scream. Not sure that was a real imagined. I need to check. It could be my brother screaming for help. So bist du auf. Hallo? Und wieder zu. Oh Gott. There's a light deeper in the boat. I need to da vorne oder was? Ach du Schande, ey.
So, tatsächlich weiß ich gar nicht, ob das wirklich so gut ist, da mit seiner Taschenlampe jetzt hinzulaufen oder nicht lieber doch uns anzuschleichen. Sneaky. Ist das eine Hütte oder was? Also ich muss sagen, das Spiel ist doch ziemlich, doch schon schissermäßig irgendwie. Es ist auf jeden Fall a cabin in the wood. Ich lehne mich weit aus dem Fenster und sah. Sie müssen uns ja nicht kommen sehen. Sie sind sowieso schon hinter uns. Aber es ist packend, das Spiel. Gefällt mir gut. Muss ich sagen. Oh, das ist ein bisschen eingezäunt. Was hier vorne liegt, das ist halt irgendwas von meinem Bruder. That's my brother's package. He must have been there, here. Alter, was ist das für eine Scheiße zusammen? Weird. The backpack is completely empty. Nothing in here. Erstmal hier oben. Kann ich mal die Tür zu machen? Ich würde die Tür zu machen, bitte. Dankeschön. Fett vergittert, Alter. Soll das jetzt mal drin oder was draußen halten? Ach nee, also. Find nicht gut. Pfui, Teufel ist hier. Mann, Alter! Vater, schönen Dank für das Ding. Okay, Bilder. What the hell? Ich hab grad Schritte gehört. Irgendjemand hat Fotos von uns gemacht. Ich hab grad Schritte gehört. Was ist das hier? Eine Niere? Oh Mann. Ja, und nu? Und nu? Ich hab jetzt hier diesen Stadt noch irgendwas. Go. Ah! Oh. Your body was never found. Ach, leck mich doch. Ja, ihr Lieben, das war Missing Hiker. Ey, mein lieber Sangsverein, das war ja ein bisschen schlimm. Wenn es genauso schlimm für euch war wie für mich, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie schlimm das für euch war oder wie cool ihr das genommen habt, die Nummer. Ansonsten würden wir uns ja über ein Abo freuen und wenn ihr beim nächsten Projekt wieder mit dabei seid. Ansonsten, willkommen auf dem Kanal der beschissenen An- und Abmods. Macht's gut.